So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben direkt hier weitergemacht, ohne große Umschweife und haben weitere Ätzende von diesen Gegnern hier erhalten. Offenbar, ne, wobei offenbar nur einer, sehe ich gerade. Boah, das ist ja so ätzend, so eine Mission. Und da muss man auch noch auf der kompletten Karte rumlaufen. Nämlich deswegen, weil... ja, die Gegner überall sind. In dem Sinne, dass es mehrere sind. Gut, das ist der Einzige, der dann jeweils im Gefecht ist. Wenn jedenfalls in jedem... wenn in jedem Gefecht dann noch mehrere von denen wären oder irgendwie sowas. Das wäre leicht witzlos. Das war ja gar nichts. Unverwundbar, sehr nice. Leider nicht unumstößlich. Komm schon, komm schon, komm schon, mach weiter. Shinra Protektoren. Ja, wie gesagt, die Gegner sind jetzt nicht übermäßig stark, aber jetzt einfach nur... oh, komm schon. Mal wieder Aerith. Es dauert auch dann allzu lang mit den ganzen DBWs und so, wenn man so einen Kampf hat. Nice. Graviga Stufe 4. Aber ich finde, das mit der DBW ist einfach so unglaublich gut gelungen. Es ist zwar manchmal ein bisschen blöd, weil dann immer wieder das Gleiche kommt und so weiter und so fort. Aber letztlich ist es ja so, dass es den Kampf einfach unglaublich spannend macht. Also ich kann kurz vorm Ende sein, aber wenn dann Aerith kommt, ja, dann kann sich der Kampf wieder komplett wenden. Das finde ich einfach unglaublich spannend. Das ist ja so ein Sachenspiel, die mir echt gut gefallen hat. Angie, ich glaube, du brauchst nicht mehr zu kommen. Ich meine, er ist tot. Ja, er ist tot. Dann wird die Attacke natürlich nicht mehr ausgeführt. Das hätte ja irgendwie keinen Sinn. Ja, war klar, dass ich noch mindestens einem Gegner begegne. Aber wie gesagt, wenigstens ist es auch immer nur einer von diesen Bohrviechern. Also wenn ich immer noch zwei Bohrviechern begegnen würde, dann wäre er aber ja längst zappenduster gewesen, du. So, komm schon. Glückssterne haben wir jetzt. Komm, alles ist kritisch. Wobei, da könnte ich ihn noch normal angreifen. Mache ich aber nicht. So, mit elektromagnetischem Feld kannst du ja nicht mal sonst wo. Es ist doch jetzt noch... kleinen Moment, es klingelt hier gerade das Telefon. Boah. Das war meine Mama. Tu dies in die Wäsche, tu das in den Trockner. Tu das da rein. Und nies noch, wenn du dein Let's Play aufnimmst, ja, in das Mikrofon rein. Hat sie gesagt. So, nicht mit mir, mein Freund. Oh yeah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder. Oh Gott, jetzt sind es aber zwei. Jetzt ist aber nervig hier. Bitte nicht benommen. Steh wieder auf. Steh wieder auf. Reg dich. Reg dich. Reg dich. Gott! Ätzendes Drecksgesindel einfach nur.
Jetzt will ich aber auch eine anständige Belohnung haben. Wenn jetzt hier nachher kommt, dass ich ein Soma bekomme für die Mission oder sowas, dann kotze ich aber hart ab. Nach 4 von diesen Viechern. Boah, eine scheiße Sondergleichen ist das aber jetzt gewesen. Funktioniert Graviga bei ihm? Habe jetzt nicht mitbekommen. Nein, offenbar nicht. Graviga ist besser für Menschen und zum Beispiel Blitzka ist so ganz gut für Maschinen. Wobei Blitzka natürlich auch bei Menschen gut ist. Oder zumindest bei Menschen. Nee, nicht bei Menschen, ist ja Quatsch, aber bei männlichen Wesen. Ist eine Weile her, hä? Sebastian Essay. Ich glaube, das ist... Ist es nicht... Oh nein, das ist keine Anspielung auf Final Fantasy 7, glaube ich. Avalanche ist natürlich eine Anspielung auf Final Fantasy 7. Luftschlag wird nicht wirklich viel bringen. Is this the end? I'm trying. I'm trying. Nee, das wird nicht viel bringen. Oh Gott. Shinra Shock Absorber, das ist für den Gegner schon mal so richtig scheiße. Also eine scheiß Belohnung. Subvitaga. Wobei, das ist nicht gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. So, wie ich schon sagte, die Shinra-Mission können wir mit ein bisschen Blitz, können wir die durchaus schaffen. Das heißt, ich werde da jetzt auch noch weitermachen. Feind da hier im Shinra-Energiekonzern. Hier, ich sag euch, die fünfte Kategorie, die hat es sowas von in sich. Die macht auch echt Spaß. Das sind auch echt geile Schlachten, ich sage euch. Ich freue mich schon wieder mega drauf. Ist aber da, glaube ich, noch eine Weile hin, bis wir die machen können. Sind jetzt so ziemlich am Ende, so als Schmankerl. Na nun, sind das jetzt wieder mehrere Gegner? Ja, ich würde es glatt mal vermuten, oder? Hm, ich sehe jetzt nur den einen. Naja, was heißt den einen, ne? Den einen ist sehr relativ. MP frei, sehr gut. War das jetzt der Kampf? 3 von diesen Bohrviechern? Ich meine, ist ziemlich ätzend, aber... Ja, das war er. War, glaube ich, eine der schnellsten Missionen, die wir jemals hatten. Und dafür, dass sie extrem war. Vernichtung der mobilen Artillerie. Oh Gott, ich mag diese Missionsumgebung nicht. Die... Ja, ist irgendwie so... Das ist so klein, also man kann so schlecht ausweichen. Und dann dreht sich die Sicht auch immer so komisch, dass man echt gar nicht weiß, wo man gerade ist oder wo der Gegner ist. Teilweise sieht man noch nicht, wie viel Schaden man dem Gegner gibt. Kann deswegen nicht richtig evaluieren, was man für eine Attacke wählt. Das ist dann ganz schön doof. Übrigens werde ich, vielleicht ist das zu diesem Zeitpunkt schon geschehen, ein kleines Mini-Let's Play demnächst vielleicht starten. Oh, der Generalpanzer nochmal. Nämlich Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Oder ich werde Super Mario Land 1 noch vorschieben, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. MP-frei, das ist das Beste, was mir gerade passieren konnte, damit die gerade ein bisschen ausging. Nice, bevor der noch seine 5 Viecher abgeschossen hat, habe ich den einfach mal mit Blitz gekillt. Das ist zwar, ja, naja, es ist nicht noobig oder so. Es ist einfach nur, ich meine, ich verschwende dafür auch extrem viel MP. Das ist halt ein fairer Tausch, sage ich mal, ne? Katakombenkampf. 2 noch, dann haben wir die Kategorie tatsächlich abgeschlossen, obwohl die 4 oder 5 auf extrem waren. Ganz klar, hier ist nix. Muss man sich ja mal ein bisschen umgucken. Das ist sonst echt ein bisschen zu hoch. Das Risiko, dass da einfach mal was ist, ne? Das ist natürlich ganz schön böse dann. Oh Gott, wir haben nicht mehr viele Äther. Da werde ich aber gerade mal einkaufen, du.
Oh, die sind auch so unverschämt teuer einfach nur. Aber nice, so teuer sind sie doch nicht, wie ich gerade dachte. Warum ist 95 das Maximum? Ach so, damit ich 100 habe. Ah ne, 99 habe ich dann so. So, das dürfte reichen, aber die brauche ich im Spielverlauf ohnehin noch, also. Und wenn nicht, verkaufe ich sie halt wieder. Scheiß doch der Hund drauf. Hier werde ich das jetzt zum Beispiel auch wieder mit ich hab da mal so eine Frage. Warum war das gerade so? Welches von den Viechern war das? Ich werde da jetzt nicht sofort aufgeben im Sinne von, die Mission ist zu schwierig für mich. Die Mission ist nicht zu schwierig. Ich habe einfach nicht aufgepasst bei den... Boah, bei den Viechern musst du ja höllisch aufpassen, du. Boah. Da sage ich nicht, scheiß doch mal der Hund drauf, da sage ich, scheiß mal die Wand an. Scheiß mal den Hund an und scheiß mal die Wand drauf. Oh Gott, jetzt aufpassen bitte, jetzt auf jeden Fall aufpassen. Nein, das ist ja wohl absolut ein Scherz. Ich meine, wenn die zu zweit sind, macht es das Ganze auch noch unnötig schwerer. Da, ja, dass, wenn mich die Attacke des einen verfehlt hat, dass der andere mich dann damit ja immer noch treffen kann. Boah, scheiß mir. Puh, wie mache ich das denn jetzt am günstigsten? Sind es immer noch zwei von den Hunden? Ich sehe den zweiten gerade nicht. Scheiße, war. Okay, das Viech hätte ich besiegt. Alles klar. Und der Kreisel, der war immer überhaupt gar kein Problem. Also dieses komische Maschinenviech, da der einfach mal nachher, glaube ich, einem Blitzker war der weg. Scheiße, die Wandheim, was war denn da los? Och nö. Sind da wieder Hunde? Nein, sind keine. Sisney, du wirst mir wahrscheinlich nicht mehr helfen können. Ich plane, die so zu besiegen ohne dich. Ja. Glückssterne kommt trotzdem noch, das finde ich immer sehr gut. So, falsche Richtung. Ich bin der Meinung, der Gegner müsste hier sein. Und scheiße, da hinten werden wir nochmal einen Nebengegner begegnen, nämlich wenn wir um dieses Teil hier rumgehen. Sag ich ja. Ich hab gesagt. What? Das war nur ein MP-Schlag, zum Glück. Aber das ist genauso beschissen bei mir fast. Kann er mich auch gleich töten. Okay, sehr gut. Stufe 34. Und nice, unten fast komplett aufgefüllt, die MP eigentlich, aber komplett. Sehr gut, auch dass er die beiden Hunde angegriffen hat, bin ich immer noch auf benommen. Natürlich, wenn ich benommen bin, du kleiner Wichser. Boah, sind das Motherfucker. Ich gebe mich da nicht geschlagen. Ihr könnt das sowas von vergessen, dass ich mir geschlagen gebe. Man kann euch schaffen und zwar damit ganz, 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 ganz locker. Boah! Sagt euch, macht mich nicht fertig, ey. So, sehr gut. Schön ausgewichen auch vor allen Dingen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, die haben nur Entzauberungstentakel gemacht. Das ist etwas besser, weil es mich halt nicht tötet, ne? Die haben halt, ja, wahrscheinlich 15.000 Punkte oder so, oder 20.000 knapp. Weshalb ich die dann recht leicht immer besiegen kann. So, alles klar. Egal, um welche Ecke ich gehe, ich werde auf jeden Fall Gegnern begegnen.
Robert, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Boah, da habe ich gerade voll daneben gezaubert, aber das müsste es eigentlich gewesen sein. Eigentlich müsste jetzt hier um die Ecke der Endgegner kommen. Huh, komm schon, komm schon, komm schon. Ist der hier? Halt klar, der ist hier. Sonnenviech? Bitte keine Hunde. Nice, keine Hunde. Allerdings haben die auch genau wie, glaube ich, auch so ein Teil, was mich komplett tötet. Allein das ist schon ätzend hier, dieses Gas. Aber es geht. So, und die sechste Mission von dieser Kategorie, die schaffen wir auch. Allerdings machen wir das nicht mehr in dieser Folge, sondern wir machen das in der nächsten Folge. Halte ich für ratsamer. So, wir sehen uns danach wieder mit Missionen. Bis dann.